Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, wir machen diesmal was Neues, und zwar werden wir mit Reflections anfangen. Und Reflections sind so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ziemlich cool, weil man zur Laufzeit irgendwie Klassen laden kann, die man vorher gar nicht kompiliert hat, und Methoden von irgendwelchen anderen Klassen aufrufen kann, was ich euch alles zeigen werde natürlich. Aber auf der anderen Seite geht dadurch relativ viel verloren. Ich möchte euch kurz die negative Seite vorstellen und dann könnt ihr das Ganze mit Vorsicht genießen. Also wenn ich jetzt per Reflection irgendeine Klasse lade, also aus einer Datei diese Klasse zur Laufzeit in meinen Code reintue, dann kann ich zum Beispiel keine Laufzeitanalysen mehr machen. Also sowas wie irgendwelche Optimierungen für den Code, dass er danach schneller läuft, weil wir irgendwelche Methoden oder sowas nicht brauchen. Dann das geht alles nicht mehr und dadurch wird das Ganze langsamer, allein durch den Fakt, dass ich Reflections benutze. Der Vorteil ist natürlich, dass ich zum Beispiel irgendwelche Add-ons oder sowas liefere ich einfach mal als Download und schon hat jeder quasi die neueste Version und ich muss eigentlich nichts an meinem kompletten Programm ändern. Es wird einfach automatisch alles gemacht. Also zum so irgendwelche Updates oder sowas liefern ist das halt echt super. Und deswegen wird es auch in den allermeisten Betrieben irgendwie benutzt, was natürlich die Sache ein bisschen klar macht, dass alles langsam läuft. Aber ja, also ich habe mich irgendwie in der Pflicht gefühlt, euch das auch zu zeigen, weil es ist schon relativ cool und man sollte es auf jeden Fall kennen. Gut, also fangen wir direkt mal an. Und zwar gibt es diesen sogenannten Class Loader. Damit möchte man ein Class Object, also Class, und dann irgendwie irgendeine Klasse, also irgendein Name. Das ist eine ganz normale Klasse hier, nur dass halt da Class steht. Und dann sagen wir hier einfach mal My Class. Ja, und wie kriegen wir die jetzt? Naja, wir holen uns erstmal irgendein anderes Objekt. So werden wir meistens irgendwie diese Klasse haben. Also ich habe jetzt hier mal eine SumObject-Klasse erstellt und darüber erstellen wir uns jetzt einfach mal. Also wir können hier auch machen SumObject.Class. Das ist dieses Klassenobjekt. Das funktioniert, das seht ihr. Theoretisch könnten wir aber auch machen SumObject ist gleich new SumObject und darüber dann gehen, indem wir sagen so.getClass. So, und darüber bekommen wir jetzt eben diese Klasse. Und mit dieser Klasse können wir dann coole Sachen machen. Zum Beispiel können wir den Klassennamen rausfinden. Das mag jetzt in dem Fall ein bisschen trivial erscheinen, aber manchmal wissen wir ja vielleicht gar nicht, was für eine Klasse wir hier haben. Ihr kennt es wahrscheinlich aus der objektorientierten Sachen. Also wir hatten ja zum Beispiel diesen Raytracer, den wir geschrieben haben, und wir hatten dort eine Liste aus Object-3Ds. Und diese Object-3Ds waren aber eigentlich nie wirklich Object-3Ds, sondern das waren eigentlich immer Spheres, weil wir nichts anderes hatten. Aber es kann ja sein, dass ihr noch irgendwelche Dreiecke oder sonst irgendwas habt. Und wenn ihr dann dieses getClass aufruft und hier auf diesem myClass die getName-Methode, getName, dann habt ihr tatsächlich hier den Namen dieser Klasse und könnt den dann laden zum Beispiel. Ihr könnt hier natürlich, also das liefert euch tatsächlich einfach nur einen String. Nehmen zum Beispiel. Und ihr könnt ihn dann tatsächlich auch ausgeben. Wir werden jetzt einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Und ich werde euch das Ganze erklären. Hier kommt jetzt einfach nur SumObject raus. Wenn ich jetzt hier nicht das Default Package genommen hätte, sondern irgendein anderes Package. Lass mich gucken. Package com.morphoise. Keine Ahnung. D. Und jetzt moven wir das da rein. So. Dann schauen wir hier in der Main, dann müssen wir das hier erstmal importieren. So, und jetzt haben wir hier nämlich nicht nur den Namen, sondern wir kriegen hier den kompletten Package Name vorne dran, plus dann den Namen des Objekts. Also wir kriegen den kompletten Namen hier. Und vielleicht brauchen wir den ja irgendwann mal. Wenn wir einfach nur den Namen haben wollen, dann können wir hier auch tatsächlich schreiben myClass.getSimpleName und der liefert uns dann einfach nur den Klassennamen. Also da kann man dann quasi ja, mehr oder weniger als String rauskriegen, was für ein Unterobjekt zum Beispiel man hat. Oder man kann hier auch einfach selbst irgendwelche Strings
Einlesen von irgendeiner Textdatei, was für Klassen zur Laufzeit geladen werden sollen. Und dann kann man die dann später laden. Das zeige ich euch dann natürlich auch, wie es funktioniert. Also so kann man zum Beispiel den Klassennamen von einer Klasse wirklich als String kriegen, beziehungsweise sogar den Package-Namen davor noch. Ja, ihr habt gesehen, dass es da noch relativ viele andere Sachen gibt. Ich zeige es euch gerade mal. Hier gibt's, okay, das ist natürlich eine witzige Bezeichnung, Klatz hier. Ja, also hier gibt es mehrere Methoden und ich werde auf ein paar davon eingehen. Nicht alle, aber die meisten, denke ich mal, werde ich hinkriegen. Natürlich nicht in dem Video, es wird mehrere dazu geben. Ja, jetzt machen wir erstmal weiter mit den Modifiers. Und zwar kann man natürlich nicht alle irgendwie, alle Variablen, hat man nicht immer drauf Zugriff. Aber wie ihr wisst, können eine Klasse auch irgendwelche Modifier haben. Und hier sieht man, das ist ganz schön, hier steht Public vorne dran. Die kann natürlich auch private sein, diese Klasse. Dann kann ich sie nicht instanzieren, aber ja, sei es drum. Sie kann vor allem auch static sein. Und wie bekommen wir das jetzt raus? Naja, wir müssen ja wissen, ob wir zum Beispiel diese Klasse instanzieren dürfen. Wenn sie static ist, dürfen wir das zum Beispiel nicht. Das machen wir, wenn wir sagen myClass. Punkt. Und dann getModifiers. Das ist ja relativ einleuchtend, denke ich mal. Jetzt wissen wir aber nicht, da kommt einfach nur ein Integer zurück durch die getModifier-Methode. Hier seht ihr es. Public int getModifiers. Das ist ein bisschen doof, weil wir wissen ja nicht genau, ja, wie man das jetzt machen kann. Wenn man hier unten sich das alles durchliest, dann steht es aber da. Man kann sagen, und zwar hier einfach in java.lang.reflect.modifier. Da gibt es ein paar Static-Methoden, und zwar sowas wie is, ja, was wollen wir denn wissen? Is static, wollen wir wissen. Also da gibt es natürlich für jeden Modifier dann die passende Methode, also is static, is final, is, keine Ahnung, is synchronized, gibt's, is private, is protected und is public sowieso. Ja, und dann packen wir hier einfach diesen Modifier rein, den wir hier bekommen haben und sehen dann, ob es jetzt static ist oder nicht. Und ich gebe das jetzt mal hier kurz aus, dann können wir das auch angucken. Also ich habe jetzt hier erstmal die Modifier geholt, habe das Ganze dann hier abgefragt, ob das Ganze static ist und habe das dann ausgegeben. Ja, es ist ein bisschen viel innen drin und das hier mache ich mal raus. So. Da kommt der ganz normalen False zurück, weil unsere Klasse hier, SumObject, ist ja nicht static. Wenn ich jetzt hier Public Static Class hinpacke, ja gut, okay, das funktioniert aktuell nicht wirklich. Aber ich könnte sie mal private machen. Mal gucken, dann darf ich sie nicht mehr instanzieren. Dann klammern wir das hier einfach mal aus. So. Und dann gehen wir hier über SumObject.getClass. Es ist natürlich ein bisschen doof, ich kann es euch nicht zeigen, weil ich das ja nicht, ich darf es weder instanzieren, noch darf ich es irgendwie benutzen, weil das Ganze ja private ist. Und ich muss das natürlich speichern, sonst kriege ich hier noch mehr Fehler. Ja, ich könnte sie final machen oder abstract, public abstract class, dann kann ich sie zwar nicht mehr instanzieren, aber ich kann abfragen, ob sie ist. Abstract. Das hier muss natürlich dann umgewandelt werden. Punkt Class. So. Jetzt haben wir ein vernünftiges anderes Beispiel, wo endlich mal True zurückkommt. Ich hätte auch einfach abfragen können, ob sie public ist, aber das wäre zu einfach gewesen. Ja, genau. Was man natürlich auch machen kann, ist, man kann die Package-Info, die ich für euch vorhin gezeigt habe, alleine bekommen. Und das machen wir ganz easy mit. Das hier brauchen wir jetzt nicht mehr. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Indem wir sagen myClass.getPackage und dann wird logischerweise hier ausgegeben package.com.morpheus.de. Was ich übrigens hier oben angegeben habe, also einfach als Package das angeben und dann in den passenden Package-Folder hier reinschieben, schon habt ihr das Package. Ja, und alle Klassen übrigens, wenn ich das jetzt hier protected machen würde, irgendwas hier drin, könnte ich hier in meiner Main da nicht drauf zugreifen, weil die nicht im selben Package ist. Aber wenn ich irgendeine andere Klasse in com.morpheus.de habe, dann kann das natürlich ja, hier drauf zugreifen, auf diese SumObject-Klasse. Genau. Gut.
Ja, wir können da noch viel, viel mehr damit machen und genau das werde ich euch in den kommenden Videos zeigen. Ich hoffe, es hat euch als Einstieg mal so gefallen, was man damit so machen kann. Und ja, das waren jetzt so ein bisschen die Grundlagen. Danach wird es noch ein bisschen komplizierter, wenn wir Klassen irgendwie zur Laufzeit laden können. Müssen wir das natürlich irgendwie alles wissen. Ja, gut, ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.